Hallo, hier ist Werner Müller von Nothing But Nils. Also wir sind immer noch, wir hängen immer noch in der Serie und viel Spaß dabei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt das Endergebnis aller fünf Finger und die werden jetzt mit Farbe bestückt. Dafür habe ich Lubana genommen, das ist eine von den neuen Color Culture Farben, also von den letzten neuen. Was ganz wichtig ist, ihr dürft keine Staubkrümel mehr in den Ecken haben, weil ihr euch die mit dem Pinsel nämlich in die Farbe zieht. Dann habe ich den Pinsel einmal richtig sauber gemacht, also ein bisschen Farbe rein und dann auf der Serviette so rausgewippt quasi. Und dann fange ich erst mit der Mitte an und als Rechtshänder ziehe ich dann über die linke Seite und dann über die rechte Seite. Also nochmal ein bisschen Farbe aufnehmen, dann die Mitte, dann mit dem Pinsel über die linke Seite ziehen und mit der anderen Ecke von dem Pinsel über die rechte Seite. Ganz langsam. Und nicht zu viel Farbe nehmen. Dieses hier ist jetzt eine Glitzerfarbe. Wie man sieht, da sind ein bisschen größere Goldpartikelchen drin. Linke Seite und über die rechte Seite. Ja, warum mache ich das? Warum nehme ich erst die linke und dann die rechte? Weil wenn man erst die rechte macht und als Rechtshänder, ist man eigentlich immer vom Gefühl her bereit, diese rechte Seite zuerst zu machen. Aber wenn ihr das macht und dann rüber auf die linke Seite geht, dann haut man sich ganz schnell mit dem Finger, mit dem man die Hand festhält, die Farbe an den Finger. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen mache ich immer erst, ich sage ja immer erst die Scheißseite und dann mache ich die gute Seite. Also nochmal Mitte. Die Mitte ganz sauber, nicht die Haut berühren, linke Seite, rechte Seite. So, dann nehme ich meinen 3D-Gel-Pinsel in lang, den 3D-Gel-Pinsel in lang. Und dann ziehe ich mit diesem Schlepper, und wenn ich nicht genug Farbe habe, nehme ich mir auch ein bisschen Farbe nach, ziehe ich mir ganz, ganz sauber die Ränder nach. Das geht nämlich viel, viel besser mit so einem feinen Pinsel, weil man da nämlich dann nicht an die Haut kommt. Und dann härte ich aus. Mach den Pinsel sauber. 30 Sekunden. Und die zweite Schicht, die mache ich ein bisschen dicker als die erste. Also diese Knubbelchen, die ihr da seht, das sind diese Glitzerpartikel, die da drin sind. Wieder über die Mitte, linke Seite und rechte Seite. Und wenn ihr bei der ersten Schicht schon gut bis zum Rand gearbeitet habt, dann braucht ihr mit der zweiten Schicht gar nicht so weit gehen. Es sei denn, es deckt irgendwas nicht, dann könnt ihr mit dem kleinen Pinsel, mit dem langen Pinsel nochmal nachziehen. Aber wenn man schon bei der ersten Schicht gut vorbereitet hat, also wenn man damit schon gut die Ecken nachgezogen hat, dann reicht das eigentlich, weil wenn man nämlich zu viel Farbe in den Rändern, also am Wallrand oder am Falzrand hat, dann der Versiegler da noch drüber kommt, dann wird das meistens ärgerlich, weil dann sieht man nämlich diesen Übergang. So, hier kann ich nochmal was nachziehen. Aber wie gesagt, schön dünn. Das darf nicht zu dick sein da oben, weil da ja auch noch Versiegler drüber kommt. Und wenn der Nagel dann rauswächst, dann habt ihr da so eine doofe Beule. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich einen absolut sanften Übergang haben, ohne Kanten. Ja, das Ganze 30 Sekunden härten. Und jetzt kommt der Versiegler. Dafür nehme ich wieder den Unisealer und den langen Lackierpinsel. Ach so, für die Farbe habe ich jetzt gerade, ist ja eine Color Culture, habe ich jetzt den kurzen genommen. Und da nehme ich jetzt den langen für.
die Farbe wird halb satt aufgetragen. Ihr könnt alle 5 Finger auf einmal damit machen. Da läuft euch nichts. Wenn euch etwas in den Rand gelaufen ist, dann habt ihr entweder zu dick oder unsauber gearbeitet. Also wenn man den Versiegler sauber aufträgt, dann kann man wirklich alle 5 Finger gleichzeitig damit lackieren und dann aushärten. Letzter Finger. Ich kann dann noch mal mit dem schmalen Pinsel korrigieren. Aber wenn alles in Ordnung ist, dann wird das genau 30 Sekunden ausgehärtet. Dann nehme ich die Schwitzschicht mit Cleaner ab. Dann öle ich und ich öle die Finger immer gleich mit, damit die richtig schön aussehen. Und damit die aber nicht wie so eine Speckschwarte glänzen, gehe ich noch mal mit einem frischen Kosmetiktuch drüber. Dann sehen die nämlich wieder nett aus. So, ich hoffe, die ganze Serie hat euch gefallen. Die nächste Serie ist schon in Arbeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss!